Ah, wow. Ich muss ein bisschen weg. Hier sind zu viele Truppen. Nicht die Frau töten. Wer du... Gut. Frau, pass auf, pass auf! Ah, jetzt ist sie gestorben. Sie ist sogar gestorben. Ah, Mist. Ich brauche Frauen. Die werden zu Kriegsschwestern, die besten Einheiten im Spiel. Also vor allem die stärksten und die schnellsten. Sie sind halt nicht so viel aus, aber sie sind stärker als Ritter. Und andere Truppen, Lanzenreiter. Und sind mit Schwertern ausgerüstet und nicht mit so komischen Sachen. Wie zum Beispiel Speeren oder Äxten. Sind viel besser. Ja, ein Verlust. Mist. Ich konnte sie nicht retten. So, Gebirgsbandit sind die besseren. Meisterschütze, cool. Nicht schlecht. Ja toll, mir gibt's sie nix. Frechheit. Der nimmt alle seine Sachen. Also seine Sachen, meine Sachen. Dorus. Ihr hört, ihr habt die Alheder bekämpft und besiegt. Ich wünsche euch Freude über euren Sieg. Ich bringe eine Botschaft von Boyar Noldara. Ach, lasst mich einmal sehen, wohl an. Ihr habt gut getan, Drago Basler. Mir dies zu überbringen. Nehmt mein Siegel als Zeichen meines Empfanges und grüßt Boyar Noldara für mich, wenn ihr es ihn sieht. Habt ihr Aufgaben? Was willst du? Wegi-Reiter! Nein! Oh Gott, oh Gott. Ich bete doch keine Wegereiter aus, wenn es Bogenschützen viel stärker gibt. So, hier, der Nisar. Du bist Krieger. Dann machst du mal Bogen. Oh, Bogenschießen, so. Ausrüstung. Du nimmst mal diesen Bogen. Aber auf erste Stelle. Und diese Pfeile. So. Dann die Chmira. Du bist die Heilerin, ja. So. Und auch noch ein Handwaffen. Dann Bogen schießen halt. So. Mal schauen, was du hast. Ein Armbrustbolzen brauchst du nicht. Ja, leider hast du halt nichts Gutes. Nicht gute Stats. So. Ah, wir haben zwei Level-Ups bekommen. Anführerschaft Charisma. Nee. Oder machen wir es doch? Nein, wir brauchen Stärke und Charisma. So. Und hier machen wir auf Schlagkraft und Bogenzugkraft. So. Dann rüsten wir uns noch aus. Wir haben ja hier die Zweihandaxt. So. Gut. Und speichern als Wegir helfen. So. Wichtig, weil das Spiel ja abstürzt immer wieder. Die müssen wir haben. Komm schon. Nicht abhauen, bitte. Die haben nämlich eine Bauernsfrau dabei. Komm schon. Wir haben auch noch ausgesperrt, das haben wir vergessen. So. Jetzt zeige ich euch mal meine Super-Axt. 46 Schaden, das one-hittet fast jeder kleiner Ding. Gegner. Also nicht so stark gerüstete Gegner.
Ja, treffen ist Kunst. Ach, Mano. 17 Schaden erlitten. Seht ihr einen? 2. Und der Zweihandwaffenwert erhöht sich extrem schnell. Das ist einfach nur geil. So, einstellen. Willkommen, Leutchen. So, herumliegende Gegenstände. Cool, ein gehärteter Stiefel. Nicht schlecht. So. Herr Marlin da hinten hat sich im letzten Kampf gar nicht so schlecht geschlagen. Er ist auch ein guter Mann. Ohne gute, ehrliche Seele wie ihn, die Silbe nach Kalradia bringen, hätten Schurken wie ich ein hartes Leben, das sage ich euch. Ich bin froh, dass er bei uns ist. Sehr gut. Södele. Wir gehen nach Kurau. Wir müssen schauen, dass diese Bauersfrau mal ein bisschen Level bekommt. Was Quest abgebrochen? Wegen was? Wegen was ist er abgebrochen? Können Sie das mir sagen, wieso die Quest abgebrochen wurde? Das ist eine Riesenfrechheit. Also die Zeit kann es nicht gewesen sein. Wir haben zwar ein bisschen gedudelt, aber trotzdem. So schnell wird die nicht abgebrochen. Ich war wahrscheinlich hat er jetzt gerade am Gelege angeschlossen und hat das nicht mehr als wichtig erachtet. So. Solche Sachen hasse ich. Das Game ist von hinten und vorne schlecht gemacht. Im Hinterkopf. Er ist gar nicht beim Galage. Er ist bei Rivachek, wo es sein Zuhause ist. Du da? Du bist der gleiche. Du. Dich brauche ich nicht. Wir sollten noch ein paar Banditenjagden gehen. Man sieht die Zahlen fast nicht. Da ist ein 57er. Der ist zu stark. Die haben meistens noch ein bisschen bessere Truppen und so. In der Schenke kurz schauen. Ja, wieder nichts. Marktplatz. Ach komm. So. Dann in die Burg. Bist du da? Meriga. Aber du komm raus, ich will dich wieder anschließen. Ich will dir wieder anschließen, komm schon raus. Das sind Dörfler. Ach komm, wir jagen Banditen. Ah, da ist er. Oder nein? Das ist die Flagge von der Stadt. Bist du da? Ich will die Quest davon noch kurz. Gib mir die Quest bitte. Keine Quests. Das ist nur eine Burg, das ist nicht gut. Wir warten einfach noch und jagen die Banditen, die hier irgendwo Ding, zum Beispiel die da.
Die hat zwei Frauen. Okay. Komm schon, bitte. Ja, gut. Ja. Wir greifen euch an und töten euch ohne Verluste. Haha, und schon wieder ein Level up. Ach, geh weg, du blödes Teil. Die KI ist ja das Beste von diesem Game. Die KI ist nicht nur Bullshit, sie ist Bullshit, shit, shit, shit. Ha, angekesselt von Reiter. Oh, der ist ja voll blutig. Dieses Let's Play ist nicht unter 18 Jahren geeignet. Wer haltet sich schon daran? Naja, wir nehmen sie auch auf. Sodele. Einen Langbogen gesprungen. Ja, der ist jetzt nicht so wichtig, weil der ab Stufe 3 ist. Jetzt haben wir schon 56 im Trupp und 7 Gefangene. Wir sollten langsam mal einen Lösegeldteil mitnehmen. Ah ja, wir leveln uns kurz zuerst. Jetzt können wir Charisma nehmen. Ist immer noch nicht Überzeugungskraft. Zweihandwaffen, nein. Charisma. Überzeugungskraft. Ich weiß nicht, was das beim Charakter selbst bringt, aber wir leveln es einfach mal. Hier wollte ich Bogenschützen nehmen. So. Die wollten uns angreifen, aber wir sind ja haushoch überlegen. Mit unseren Ritter. Geil ist auch, unsere Krieger, die leveln auch. Und die werden auch stärker, wenn sie mehr kämpfen und so. Das ist das Geile. Also immer die Truppen im Trupp halten und nicht irgendwo hin tun. Also ihr wollt die Städte und so beschützen von euch selber. Ja, da müsst ihr euch die Truppen selber stationieren und so. Oh, der hat eine fette Axt in den Rücken bekommen. Oder das unten drunter. Sorry, Pferd. Du warst im Weg. Die haben nicht mal Reiter. Schön bunte Truppen. Ich finde irgendwie die Bogenschützen am schlechtesten, die treffen irgendwie nie. Obwohl sie Meisterbogenschützen sind. Und so. Okay.
Käse-Raper gefangen nehmen. Ein Bauer kann gelevelt werden, mehrere Bauern. Fähige Ritter haben wir. Wieder einen. Wo ist der Ritter? Zwei Ritter haben wir jetzt.